Gestern wurden viele Fragen, welche zur Switch gestellt wurden, endlich beantwortet. Um 5 Uhr morgens auf der Switch-Präsentation wurden viele Details und auch das Spiele-Line-Up der Switch enthüllt. In diesem Video werde ich die Präsentation zusammenfassen und meine Meinung äußern. Der Nintendo Switch Release ist am 3. März 2017 weltweit und wird $300 in Amerika kosten. In Deutschland ist der Preis noch nicht festgelegt. Außerdem wurden über die Online-Funktion der Switch geredet. Man kann sich nun mit einem Handy mit der Switch verbinden und so mit beispielsweise Freunden chatten. Das Online-Spielen ist anfangs kostenlos, doch ab Herbst 2017 wird es kostenpflichtig sein. Außerdem hat die Switch nun kein Region Lock mehr. Das bedeutet, dass man alle Spiele aus verschiedenen Ländern auf der Nintendo Switch spielen kann. Die Batterieleistung ist je nach Spiel 2,5 bis 6,5 Stunden. Das Menü der Switch hat man nur in einem ganz kurzen Clip gesehen. Es ist auf jeden Fall einfacher gehalten als zuvor. Außerdem soll im lokalen Multiplayer bis zu 8 Spieler möglich sein. Dann wurde noch sehr viel über die Joy-Cons erzählt, der Aufbau sowie die Funktionen erläutert. Die Besonderheiten hierbei wären, dass in dem Analogstick des rechten Joy-Cons ein NFC-Reader eingebaut ist, womit man Amiibos lesen kann. Außerdem gibt es nun einen neuen Knopf, mit dem man Screenshots und später auch Videos vom Gameplay aufnehmen kann. In beiden Joy-Cons ist auch ein Gyrosensor eingebaut, was damit Bewegungssteuerung ermöglicht. Die Joy-Cons kommen in verschiedenen Farben, welche man mit einem Bundle der Switch oder extra kaufen kann. Es wurden auch 2 Spiele vorgestellt, welche exklusiv mit den Joy-Cons zu spielen ist. Das erste Spiel wäre 1-2-Switch, welches ein Partyspiel ist mit mehreren Minispielen und welches eine gute Reaktionszeit benötigt. Dieses Spiel spielt man ohne Fernseher, nur mit den Joy-Cons. Dieses Spiel erscheint zum Launch am 3. März. Das zweite Spiel ist das schon interessanter. Es heißt ARMS und ist eine Art Kampfspiel. In diesem kann man per Bewegungssteuerung gegen andere Spieler boxen. Dabei gibt es einen Online- und einen lokalen Multiplayer. Und dieses Spiel soll im Laufe des Frühlings erscheinen. Doch nun haben die Spiele rausgehauen. Es wurde Splatoon 2 angekündigt. Man hat ja schon in dem ersten Switch-Trailer ein Splatoon gesehen, wusste aber nicht, ob es ein Nachfolger oder ein Port sein wird. Nun ist es offiziell, es ist ein Nachfolger. Mit vielen verschiedenen neuen Waffen, neuen Maps, Frisuren, einem Jetpack und vielem mehr. Auch hier kann man per Bewegungssteuerung mit den Waffen zielen, was auch ziemlich spaßig sein könnte. Das Spiel erscheint im Sommer. Nun eins der wichtigsten oder vielleicht das wichtigste Spiel auf der Präsentation. Das neue Super Mario mit dem Namen Super Mario Odyssey. Dieses Mario-Spiel hat seit Super Mario 64 und Sunshine wieder mal eine richtige Oberwelt. Und endlich hat das Nintendo gemacht. Das Spiel sah ziemlich gut aus. Die Oberwelt wird höchstwahrscheinlich diese Großstadt sein, welche man am Anfang sah. Von dort an kann man mit Hilfe einer Art Luftschiffes zu verschiedenen Welten reisen. Außerdem wurde ein neues Gimmick vorgestellt. Marios Mütze kann nun geworfen werden und als Plattform genutzt werden. Außerdem hat Mario an sich neue Moves dazu bekommen und ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Das Spiel kommt Ende des Jahres heraus. Aber das war nicht genug. Es ging direkt zum nächsten Kracher. Es wurde Xenoblade Chronicles 2 angekündigt. Wobei es einen neuen Grafikstil bekommen hat, was aber gar nicht mal so schlecht aussieht. Im Anschluss sah man Fire Emblem Warriors, das neue Spiel von Koei Tecmo.
Auch Atlus hat zum 25. Jubiläum von Shin Megami Tensei einen neuen Teil angekündigt. Square Enix war mit Project Octopath Traveler vertreten, welches einen einzigartigen Grafikstil hat und auch ziemlich gut aussieht. Auch Skyrim wurde nun nochmal offiziell angekündigt, dass es für die Switch erscheint. Außerdem sah man im Schnelldurchlauf viele weitere Spiele wie Dragon Quest 10 und 11, Dragon Quest Heroes 1 und 2, Steep, Minecraft, FIFA, Skylanders, Rayman Legends, Lego City Undercover, Dragon Ball Xenoverse, Super Bomberman R, Puyo Puyo Tetris, Sonic Mania und viele mehr. Die ersten Vorbestellungen der Konsole kann man zumindest in Japan am 21. Januar machen. Gegen Ende der Präsentation gab es dann einen letzten Trailer zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und neben Super Mario Odyssey war das mein Highlight. Es war ein Story-Trailer, in dem man viele verschiedene neue Gegner und Bosse, neue Orte und mehr Städte gesehen hat. Außerdem hörte man Voice Acting, was man zuvor auf der E3 nur zum Teil gehört hat. Außerdem hat man gesehen etwas, das sehr stark nach dem Dekobaum aussah, welcher auch zu Link gesprochen hat. Doch was man auf jeden Fall zum ersten Mal sah und wo man sich ziemlich sicher sein kann, dass es sie ist, ist Zelda. Und Zelda sieht so gut aus. Sie hat einen Grafikstil und ein Design, welches so sehr in Zelda Breath of the Wild passt. Auch sie redet im Trailer, was darauf schließen lässt, dass viele wichtige Charaktere Voice Acting bekommen werden. Man sah emotionale Szenen, man sah Goronen, Soras, vieles, was mich als Zelda-Fan einfach nur umgehauen hat. Dieser Trailer war vielleicht der beste Zelda Breath of the Wild Trailer, den es gab. So viele neue Sachen, so viele Eindrücke gab dieser Trailer. Doch auch außerhalb der Präsentation konnte man noch mehr zur Nintendo Switch sehen. Es wurde eine Limited Edition zu Zelda Breath of the Wild angekündigt, mit Soundtrack-CD und einer Master Sword-Statue, welche ziemlich gut aussah und was dadurch bestimmt eine ziemlich gute Spezialedition für Zelda ist. Doch auch ein neues Spiel sah man. Naja, wobei nicht wirklich neu. Es war Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ein weiterer Port für die Switch. In diesem Trailer sah man neue Maps, neue Fahrer wie zum Beispiel Bowser Jr., Knochentrocken und Boohoo. Auch der Inkling war in vier Farben vertreten, plus eine Map von Splatoon. Auch Items wie Feder sind zurückgekehrt. Aber was mich vor allem gefreut hat, ist der Battle-Modus. Er wurde überarbeitet, so dass er jetzt wie die alten Battle-Modi ist. Kommen wir nun nochmal zu meiner allgemeinen Meinung. Ich fand diese Präsentation super. Es beginnt ganz leicht. Sie haben ein paar Details vorgestellt. 300 € finde ich ist ein guter Preis für die Konsole. Auch der Release-Termin ist vollkommen okay. Da Zelda Breath of the Wild auch zum Launch am 3. März erscheinen wird, gibt es da schon mal einen guten Titel zum Start. Dieses Boxspiel ist ganz nett. Danach Splatoon 2 fand ich schon ziemlich gut, aber nach Super Mario Odyssey fand ich diese Präsentation einfach nur super. Super Mario Odyssey war das, was so gut wie jeder wollte. Ein richtiges 3D-Mario mit einer Overworld. Super Mario 3D World und Land war zwar ganz nett, aber wenn man mal sowas sieht, freue ich mich, dass man mal wieder ein Spiel à la Super Mario 64 oder Sunshine bekommt.
Das neue Setting sieht auch ziemlich gut aus und man muss sich sehen, wie sich es entwickelt, aber so wie das aussieht, kann das eigentlich fast nur gut werden. Es hieß, dass momentan 80 Spiele für die Nintendo Switch in Entwicklung sind. Und das bedeutet auch, wie man auch anhand der Präsentation gesehen hat, dass es massigen Third-Party-Support gibt. Also, wenn nicht alles komplett schief läuft, sollte sich die Switch auf jeden Fall besser verkaufen als die Wii U. Dass Sonic Mania dann doch noch für die Switch auch erscheint, freut mich auch. Der krönende Abschluss mit The Legend of Zelda war einfach unglaublich. Wirklich, ich habe lange nicht mehr so einen guten Trailer gesehen. Also gute Arbeit, Nintendo. Die Batterieleistung 2,5 bis 6,5 Stunden ist vielleicht ein kleines bisschen wenig, aber was soll's. Auch schon beim ersten Trailer der Nintendo Switch war ich mir sicher, dass ich mir die Konsole kaufen werde. Und das Geld ist schon zurückgelegt und ich bin mir jetzt noch sicherer, dass ich diese Konsole brauche. Allein Zelda Breath of the Wild hat mich noch einmal überzeugt. Und Super Mario Odyssey freut mich noch mehr. Nintendo wollte in der nächsten Zeit mehr Details herausbringen. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Und dann freue ich mich auf den 3. März, wenn die Konsole erscheint.